Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Fahndung bzw. einer neuen Folge in der Fahndung. Wir sind auf dem Weg zu November 2, nachdem wir ja bei dem ersten Kopfgeldeinsatz ja Mike 1 aus dem Spiel genommen haben, sind wir jetzt hinter November 2 her. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. So. Die Jungs lassen wir jetzt auch erstmal hier rechts liegen. Die sollen sich ein bisschen um sich selbst kümmern, denn wir schauen erstmal, dass wir hier die Fahndung bzw. das... Oh. Nee, das sind uns... Oh, nee. Hä? Okay, da müssen wir uns jetzt, glaube ich, drum kümmern. Oh, da ist noch einer. Irgendwo springt hier noch einer rum. Ja, da müssen wir rein. Auf jeden Fall wieder mal irgendwo, vermute ich, in ein Gebäude. Und ihr wisst ja, wie schwer ich mich tue mit Eingängen. Irgendeiner spricht da. Okay, also wie gesagt, November 2 müssen wir finden. Das ist unser nächster Kopfgeldeinsatz. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir wieder hier reinkommen. Bevor, nicht, dass wir hier aus... Ah, da. Irgendwas mit Wasser war es doch. Wasser wartet. Okay. Dann schmeißen wir doch mal unser Geschütz dahin. Und ich habe irgendwie den Eindruck... Ach, wusste ich es doch. Komm, bewegungsunfähig. Sehr schön. Was haben wir da noch? Noch da drüben haben wir noch einen. Ach, da ist er. Da ist er. So, komm. Wo ist der Rest der Bagage? Oh ja, da findet... Ah, da kommen sie doch. Will wieder keiner zu spät zur Party kommen, ne? So, der Rest wird in der Hütte sein. Der Rest wird in der Hütte sein und kommt auch schon. Einfach unbelehrbar. Ich kann es immer nur wieder sagen. Unbelehrbar. So, Dile. Ah, da hat's Wasser. Water. Meine Freunde, ich werde euch gleich besuchen kommen. Seid ihr bereit für das Unausweichliche? So, wie sieht's aus? Haben wir alles? Und dann wollen wir mal hier reingehen. Ich denke, es geht nach oben, wenn ich mich richtig erinnere. Es geht nach oben auf die Terrasse. So. Ja, wusste ich's doch. Da ist schon wieder das Seil des Todes. Und so, da hinten gibt's auch noch ein bisschen was einzusammeln. Okay. Haben wir sonst noch was? Ist da noch was? Ja. Dann wollen wir mal nach oben. Komm, schwing dich ans Seil. Ja. Luis Trinker wäre neidisch. Haben wir hier schon geplündert? Sind wir voll? Wir sind voll und wir sind startbereit, vermute ich mal. Es geht hier rechts rum, links rum, Larum. Hier rum, Larum, Löffelstiel. Ich erinnere mich, es ist hier so hell. Warum ist denn hier so hell? So, von rechts möchte einer. Upsala. Nicht gut.
Ja, komm. Verflüchtige dich. Zerlege dich in deine Einzelteile. Das war's hier für diesen Teil. Da oben, da schimmert's rein. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, wir müssen da irgendwo links weiter. Scared Water. Okay, jetzt geht's auf die Terrasse. Jetzt geht's ins Eingemachte, Freunde. Jetzt geht's ins Eingemachte. Ich kann mich nicht des Gefühles erwehren, dass es hier gleich spaßig wird. So, 2, 3, 4. Wo hauen wir denn unser Geschütz hin? Wo hauen wir unser Geschütz hin, dass es denn auch wirken kann? Ja, warte mal. Warte, warte, warte. So. Oh, das war ja fast ein Hattrick. So, da kommt natürlich die Verstärkung. Die sind hier mit dem... Ah, ei, genau das habe ich vermeiden wollen. Genau das habe ich vermeiden wollen. Die sind natürlich damit nicht einverstanden. Ups. Ja, Freunde, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, dass ich zu dieser Party nicht eingeladen war. So, Positionswechsel, Stellungswechsel. Soll dem Kollegen hinten auf den Rucksack schießen. Ihm ein bisschen den Tag versauen. Ja, komm, lass die Hosen runter. Soweit, so gut. Oh je, da kommt noch mehr. Wir nehmen noch mal ein paar Granätchen hier in die Hand. Oh, da ist einer mit... Ah, sehr schön, den haben wir erwischt. Der Mediman, der Medicat, der Medicine oder... Sagen wir einfach Sanitäter. So, Vasile, was geht? Sperrfeuer. Zielgesichtet, Sheriff. Ja, zielgesichtet. Okay, dann nochmal. Was wir hier an Munition haben. Raus damit. Oh, da ist er. Da ist Morrison. Ich glaube, es wird vielleicht Zeit, hier mal hier rüber zu gehen. Und Morrison kriegt hier dieses Feuer. Genau, wir laufen mal darüber. Ach du Scheiße. Das ist nicht ganz so gut. Der muss zuerst weg. Der muss erst weg. Oh ja. Ein bisschen hier Spezialmunition. Für Vaters Sohn. Eine kurze Rolle. In Deckung. Ach, jetzt schon wieder so ein komischer. Was ist denn das für einer? So, wo springt denn jetzt der andere Kollege rum? Da hinten. Ja, dann gehen wir mal da drüben wieder in Stellung. Ja, der ist beschäftigt. Der ist beschäftigt. So, dann holen wir hier nochmal. Eine haben wir noch. Einen haben wir noch. Eine haben wir noch. Komm, holen dir. Ah, das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Da war wohl außer Spesen nichts gewesen. Ja, unser Geschütz schießt ihm in den Rücken. Das ist nicht ganz so clever, wo du da hingelaufen bist. Wir haben Cindy McAllister gefunden. Sie ist im Air and Space Museum. Sie haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. Aha. Ja, wir sind halt schon die Besten, gell?
So, Air und Space Museum, Cindy McAllister befreien. Das hört sich doch nach einem Plan an. Ich weiß zwar nicht, ob ich den Plan so gut finden soll, aber da gehen wir dann mal hin. Stopp mal hier. Hier müsste das sein. Zack. Air und Space. Oh, und da sind die Kollegen gleich zu dritt. Ein Trio Infernale. Okay. Der Sergeant Delgado, der Corporal Barry und Bobby Guerrero, jetzt habe ich es. Chupacabra, okay. Wie man es auch immer ausspricht, Spanisch ist nicht, glaube ich, ist das. Müsste Spanisch sein, oder? Nicht mein bestes, meine beste Performance. Okay, wir werden das Ganze natürlich akzeptieren, überspringen und hier an dieser Stelle natürlich bestätigen. Ja, und dann werden wir da hingehen. Hilft ja nichts, wir müssen unseren Auftrag erfüllen, Freunde. Ja, aufgespürt. Soweit, so gut. Wir sind uns doch einig, dass wir jetzt zum Air- und Space Museum gehen, oder? Habe ich jetzt was verpasst? Doch, klar, natürlich. Ist doch gebongt. Okay. Jetzt schauen wir erstmal. Haben wir hier alles eingesammelt? Nein, noch nicht. Wir säubern die Straßen. Eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff. Ich weiß nicht, was Sokolova von ihr will. Aber Cindy gehört zu uns. Sie lässt sich nicht umdrehen. Ja. Geld kann ein Argument sein. Oder eine 9mm an der Schläfe. So. Wir müssen wieder nach unten. Haben 14 Minuten Zeit. Haben jede Menge Material mitgenommen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zum Air und Space Museum, wo die drei Kollegen schon auf uns warten. Ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass die informiert sind. Es wird denen nicht entgangen sein, dass der Ranger in der Stadt ist. So, Dele. So, wo müssen wir lang? Komm, gib mir einen Hinweis. So, hier sind wir raus. Nach links müssen wir. Nach links. Aber jetzt schauen wir nochmal. Hat er das gar nicht markiert? Ich dachte, das wäre markiert. Ach, da ist der. Genau, da ist der Eingang. Okay. Und bis dorthin werden wir uns nochmal durchkämpfen. Ach du Schande. Es sind aber auch immer irgendwelche Kollegen hier unterwegs. Die lernen es aber auch nicht. Oh doch, da ist einer. Jetzt aber erstmal zügigst. Doch, da sind auch wieder welche. Das hält alles nur auf. Na, dann komme ich hier an dem Blumentopf nicht vorbei. So, was haben wir denn noch? 13 Meter. Da müssen wir rein. Es hilft nichts. Da müssen wir rein. Und da stehen schon wieder welche. Und machen uns das Leben schwer. Oha, die sind auf der rechten Seite. Ah, klar, logisch. Ja, jetzt noch ein bisschen von hinten, das ist gut. Da sind noch mehr. Ah. Ja, die Drohne. Ach, das ist wieder so ein Scharfschütze, ne? Das passt mir aber auch gar nicht ins Konzept.
So passt es mir schon besser. So, jetzt aber hier zügig, sonst ist der Tag auch wieder gelaufen. Okay, jetzt müssen wir wieder hier links rum. Ja, wo ist denn jetzt hier der Einstieg? Ach, jetzt stehen da wieder welche. Uns wird aber auch gar nichts geschenkt hier. Wir gehen hier auch rechts. Wie er es erkannt hat. Tja, ich wollte euch ja eine Chance für die Liebe geben, aber nein. Na, ja, sind wir erst da drüben. Komm, pack's ein. Feindliche Übertragung empfangen. Ja, darauf habe ich jetzt keinen Bock. So, ich denke, jetzt sind wir da, oder? Hier geht's rein. Jo, Freunde, wir sind da am Air and Space Museum und werden jetzt Cindy McAllister befreien. Wenn ihr das sehen wollt, wie wir da uns schlagen, dann in der nächsten Folge, denn für diese Folge sind wir wieder mal am Ende bzw. am Cut angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier in Division 2, wo wir jetzt die Fahndung der Anwerber spielen. Also bis zum nächsten Mal.